Wenn du dich fragst, ja, dieses dritte Kapitel des Galaterbriefes, Pastor Manfred, wie könnte man das denn zusammenfassen? Was ist der Kerngedanke? Oder warum ist dir dieses Kapitel so besonders wichtig? Du könntest sagen, dieses Kapitel 3 des Galaterbriefes enthält sämtliche Informationen, die wir brauchen, um zu verstehen, wie der alttestamentliche Segen, der auf dem Volk Gottes war seit Abraham, wie der auch auf das neutestamentliche Volk Gottes kommen kann. Halleluja! Glory! Denn das ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen, damit du Gottes Gerechtigkeit werden kannst in ihm, damit du vollständig geheilt sein kannst durch die Striemen Jesu Christi und damit du reich werden kannst durch seine oder infolge seiner Armut. Halleluja! Amen.